Hallihallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einem weiteren Part Blade & Soul. In diesem Part werden wir erst einmal zur Seuchensenke aufbrechen, haben im letzten Part das Pestschwert geholt. Hat ziemlich gut geklappt, hat ziemlich schnell geklappt. Das erste Ding, was wir geöffnet haben, der erste Waffenwürfel, die erste Waffenkiste. Und schon haben wir das Pestschwert ergattert. Das ist einer von hunderten, eine 1 zu 100 Chance oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall echt selten, dass das so direkt klappt. Und wir begeben erstmal uns zur Lobby, werden dort die Seuchensenke erstmal anwählen und eine Gruppensuche starten. Ich könnte das natürlich auch alleine machen, aber vielleicht gibt es noch jemanden, der da rein muss und dabei ungern alleine rein will, also Unterstützung braucht. Also haben wir schon mal zum Beispiel schon so ein Opfer dabei, Level 16. Passt vom Level her, muss zur Seuchensenke wegen, ja, Material, wegen allem möglichen. Reise zum Verlies. Jetzt sind wir zwar nur zu zweit unterwegs, aber das Spiel meint, ja, mit den Levelbedingungen, mit den Equip-Bedingungen, die die beiden haben, schaffen die das doch recht locker. Also, ja, kann ich mich nicht beschweren an der Stelle. Wir bräuchten auf jeden Fall die Halskette. Die Halskette ist jetzt unser absoluter... Der seit nun der Führer wurde gewechselt. Absoluter Vorrang, also das müssen wir unbedingt machen. Und wir kriegen noch eine Quest, die wir noch mitnehmen können, bevor wir da reingehen. Mit einerseits ja, Flüssigkeit der Viridian-Küste und alles mögliche, was man sonst noch so brauchen kann. Hat die gleiche Kasse wie ich, ist auch ein Klingenmeister. Ah, schön. Klingenmeister for the win! Und ja, machen wir das erstmal. Dann holen wir uns quasi die Halskette, verbessern dann unsere Ausrüstung noch weiter. Dann würde ich noch einmal so der schwarzen Rahmen gehen, nochmal ganz kurz gucken, ob wir vielleicht doch mal die Cutscenes blicken können. Und wenn nicht, dann machen wir das irgendwann, wenn wir High-Level sind und sowieso hyper stark und unbesiegbar. So, das Mädchen kann von mir aus die Waffe nehmen. Ich habe eh einen AOE-Effekt. So, ich komme eigentlich ganz gut zurecht, auch ohne so ein Flammenwerferteil. Aber weil ich lustig drauf bin. Eine Feldquest hat begonnen. Hopsa, bin ich aus der Sicht einfach aus dem Bildschirm geraten. So, dann hätten wir das einmal geschafft. Dann gehen wir gleich mal wieder hier raus. Und ich muss zugeben, die hat mir eigentlich recht gut geholfen, weil ich glaube, alleine wäre das ein bisschen nervig gewesen. Allerdings habe ich jetzt keine solchen Halskette bekommen. Mal sehen, ob wir in den Belohnungskisten des Dungeons bzw. der Viridian-Küste vielleicht einen von denen da drin haben. Ansonsten müssen wir den halt ein paar Mal wiederholen, bis wir mal irgendwann so ein Ding haben. Jawohl. Und Eisenriesenpestzecke. Und da ist das solchen Halskette drin.
Die brauchen wir jetzt zum Verbessern von unserer alten Herzkette. Machen wir gleich mal. So, das ist ja auch Level 6. Jetzt können wir die weiter verbessern. Ich glaube, das machen wir auch direkt, weil dieser Halsschmuck zum Beispiel, den brauche ich nicht. Den brauche ich allerdings. Und ich glaube, ich verbrauche gleich eins von den Dingern. So, jetzt muss ich allerdings wieder das eine entsiegeln. Ist ein bisschen nervig, weil man jedes Mal Sachen siegeln muss, entsiegeln muss bei dem Spiel. Aber so ist das nun mal. So, jetzt verbessern wir wiederum unsere Halskette. Bekommen dafür eine erwachte Pesthalskette. Und können die dann wiederum später weiter verbessern. Genauso braucht man hier jetzt noch von der Golddeva das Ding. Ich glaube, den Pestohrring braucht man so an sich gar nicht, ne? Ja, das ist jetzt nur zur Allgemeinverbesserung, wie es jetzt aussieht. Also nehmen wir den jetzt, bauen den da rein. Benutzen. Durchbruch ist möglich. Ich brauche ein Ring der Dura. Okay, das heißt, wir müssen jetzt zum zu dem Dungeon, nämlich zu diesem Nest der Zwielichtnattern oder sowas, wie das hieß. Und brauchen dort halt jetzt da den Ring der Dura. Natternest, da haben wir es doch. Suche nach einem Verlies. Und da kann ich direkt einer Gruppe beitreten, wie es aussieht. Auch gut. Und dann haben wir eigentlich unsere wichtigsten Items fürs erste Mal abgedeckt. Schauen wir mal. Nicht natürlich noch die Quest mit. Kann nicht schaden. So, es scheinen schon alle drin zu sein. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel wir eigentlich noch zum Machen haben, wenn wir da reinkommen. Dupdi-dupdi-du, dupdi-dupdi-du. So. Der Gruppenanführer wurde gewechselt. Gruppenanführer wurde gewechselt, aha. So, jetzt geht's gleich hier hinterher. Die sind aber auch schon recht weit vorgeschritten, wie es aussieht. Also die sind schon im letzten Ding. Was brauchen die mich eigentlich dann noch? Warum bin ich dann noch dazu gestoßen? Naja, gut. Mal sehen, ob ich da überhaupt noch hin kann, weil die sind jetzt, wie gesagt, schon an der... die sind jetzt schon beim Boss angekommen. Sie sind schon fertig, glaube ich. Ich glaube, die sind sogar schon fertig. Der Gruppenanführer wurde gewechselt. Warum bin ich hier noch da reingekommen? Wofür? Für was? Auch interessant, ne? Dass man einmal dann in den Raum kommt, in der Gruppe kommt, die eigentlich schon fertig ist mit dem ganzen Ding. Auch interessant. So. Das heißt, läuft eigentlich bei uns ziemlich gut im LP. Das ist, glaube ich, der Vorführeffekt. Weil eigentlich dauert das echt lange, bis man mal die spezifischen Items bekommt. Also solchen Halskette und so ist jetzt nicht das Problem gewesen. Aber die Pestwaffe, also das Pestschwert, dass wir das direkt bei unserer ersten Kiste bekommen haben, das ist jetzt ein richtiger Glücksfall. Suche nach einem Verlies. So, gucken wir mal, ob das Natternest doch irgendwie vertreten ist. Ansonsten machen wir das im schlimmsten Falle selber. Also solo. Vermeide ich eigentlich die am liebsten, aber schauen wir mal, wie es läuft. Währenddessen kann ich ja mal was trinken. Suche nach einem Verlies. Mulan ist dabei. Hey, Mulan aus dem gleichnamigen Film. Super. Nur mit zwei A's. Reise zum Verlies. Okay, keine großartige Warterei. Wieder wahrscheinlich zu zweit reingehen. Aufmöben, die ganzen Leute aufmischen und fertig. Und die ist der Gruppenanführerin. Ja, ist mir eigentlich ziemlich Latte. Ihr seid Gruppenanführer, wurde gewechselt. Mulan! Zeige dich, Mulan! Hä, ist das nicht die gleiche von vorhin? Ich glaube, das ist die gleiche von vorhin. Hallöchen! Also wegen mir kann man rein, mir ist es egal. Vielleicht... Ihr seid nun der Gruppenanführer. Ah, okay, hat sich anders überlegt. Mir egal, also rein theoretisch könnte ich alleine hin, wenn sie sich nicht traut. Mir ziemlich Latte. Außerdem ist es ein Dungeon, der eigentlich gedacht ist für Level 17 oder sowas, von dem erwundere ich mich, dass sie den schon machen will. Suche nach einem Verlies. Oh, wir haben eine gute Gruppe erwischt, wie es aussieht. Mit recht hübschen Charakteren, muss man dazu sagen.
Also die Lünen sind ziemlich beliebt bei der Community, wie es aussieht, ne? Wir haben drei Lünen-Spieler. Einmal Jun, also Jin meine ich, also meine Rasse. Und einmal glaube ich die Dingsrasse von Shinzo Jun. Keine Ahnung, vergessen. Okay, so, eigentlich kann es losgehen. Quest habe ich angenommen, die werden langsam ein wenig alle lebendig, kommen hier an. Und dann kann es auch schön reingehen. Hm. Viele schöne Charaktere. Hm. Okay, rein in die gute Stube. Die G1, die jetzt hier bei dem Ladebildschirm ist, die, mal abgesehen davon, dass sie sehr, sehr hübsch aussieht, werden wir im Laufe des Spiels noch kennenlernen. Zumindest kurz kennenlernen. Ist eines der Hauptcharaktere, der Hauptcharaktere des Spiels. Eine Feldquest so, hat auf jeden Fall rein da. Bevor ich irgendwelche Spoiler noch mache oder sowas. Ihr könnt ja da warten, mir ist es egal. Ich leg schon mal los. So, machen wir mal die Tore auf, damit der da raus kann hier. Weil die uns können uns im Kampf unterstützen. Ich glaube, ihr erinnert euch noch an die Quest, falls ich es schon mal gemacht habe im LP. Ganz sicher bin ich mir gerade nicht. Bombe. Oh, ich wollte Bombe werfen. Generell eigentlich immer alles einsammeln, was so einem von die Linse kommt. Möglichst von den anderen. Weil leider wird, kriegt nicht jeder sein eigenes Zeug, sondern jeder muss sein eigenes Zeug selbst holen. Und der Beschwörer da vorne, den ihr da rumrennen seht, der tut sie anscheinend alle Akku ziehen und wir kümmern uns dann anschließend um die Masse. Wir haben ja eigentlich egal. Ich sag nur, der wird jetzt ziemlich in der Bredouille stecken gleich. Weil die verfolgen ihn quer über den Dungeon. Und leider kommen wir nicht in seine Nähe. GG, mein Bester, GG. Hast du toll gemacht. Wow. Hast du toll gemacht. Eine Beuteauktion hat begonnen. Ihr habt euch von der Auktion zurückgezogen. Die Waffe brauche ich jetzt wirklich. Der Geldwert des unverkauften Gegenstands wurde unter den Gruppenmitgliedern aufgeführt. Alle Auktionen sind beendet. Beuteauktion hat begonnen. Schade, dieses Set hätte ich jetzt gerne bei meinem Hauptschar. Ah, leider gibt's die nicht. Ich merke schon, ich muss irgendwann mal wieder hier hin, weil die Chance scheint ja nicht mal so gering zu sein, dass man die holen kann. Ihr habt euch von der Auktion so, ich will eigentlich mir jetzt diese Quest reinziehen. Genau wie das hier. Leider bringt mir das Set nichts, weil ich kann es nicht rübertauschen. Es gibt eine Möglichkeit, ihn rüberzutauschen auf den anderen Char, allerdings kostet der Cash-Shop. Und für das bisschen Dungeon, was man da hat, extra Cash-Shop, muss nicht sein, ganz ehrlich. So. Es gibt auch Endgame-Dungeons, die seht ihr jetzt hier auf dem Ladebildschirm. Die werden wir wahrscheinlich erstmal nicht besuchen, bis auf weiteres erst einmal. Wie gesagt, die Dungeons, die sind etwas heftiger. Werden dann entsprechend dann von uns erst gespielt, wenn wir mal, sage ich mal, ein solides Level 40 haben, solides Level 45. Und das hat jetzt gerade im Moment erstmal nur mein Hauptchar, den ich auch erstmal nicht weiterspielen kann, weil ich habe allgemein das Problem, dass ich die Waffe, die ich brauche, die kriege ich nicht gezogen, vor allen Dingen, weil es auch keine Spieler gibt, die jetzt den Feldboss machen, den ich machen muss. Und alleine ist der recht schwer, also muss ich eine Gruppe haben oder irgendwas. Okay, das Schöne ist, wenn ihr einen serverübergreifendes Verlies macht, dann landet ihr immer dort, wo ihr das angestoßen habt. Also sprich, wir sind hier im Sund der schwarzen Ramme. Dort nehmen wir jetzt einfach mal die Beute der Dora auseinander und haben hier diesen schönen Ring der Dora.
Den brauchen wir. Dann dieses Ding, den Bagua brauche ich nicht. Die Seuchenwaffenkiste brauche ich, glaube ich. Ne, den brauchen wir nicht. Dann öffnen wir einfach mal diese Truhe der Viridian-Kiste. Die sollten wir einfach alle öffnen, so schnell es geht, weil die ganzen Dinger sonst das Inventar zumüllen. So. Und das habe ich jetzt wiederum gebraucht für meine, für meinen schönen Ring hier. So, schön. Verbessern wir mal unseren Ringfolz. Das Ding ist, diese anderen Sachen, die können wir ruhig aus dem Fenster schmeißen. Weil wir werden so viele Sachen am Anfang noch bekommen, was Verbesserung der Items betrifft. Abgesehen von Zubehörteilen und so weiter, die müssen wir uns halt irgendwann zusammensammeln. Man kriegt einfach genug Unterstützung. Es wird erst gegen Endgame wird's ganz schön happig. So, ansonsten versuchen wir immer wieder mal die Sachen aufzubessern. Schritt für Schritt. Und wie gesagt, die Reißzähne des Verschlingers, die werden wir im Laufe der Zeit brauchen. Ich glaube, die kommt dann, wenn wir auf Pestschwert Stufe 6 haben oder Stufe 5 haben oder Stufe 10. Auf jeden Fall, irgendwann müssen wir sie verbessern. Ich würde mal jetzt noch einmal, weil wir sowieso nicht so viel Zeit haben, mal nochmal einmal diese Quest anstoßen mit dem Sund der schwarzen Ramme. Und ja, um uns auch zu sichern, vorab zu sichern, mit uns einzudecken mit diesen Krallen. So, schauen wir mal, wer da alles noch unterwegs ist. Der Witz ist, egal welche Tageszeit, egal wann man im Blade & Soul unterwegs ist, komischerweise gibt es immer zwei, drei Leute, die diesen Dungeon machen wollen. Also selbst wenn wir jetzt hier reinschauen und wir sind, sag ich mal, jetzt ist gerade 19 Uhr abends. Und bei einigen Leuten, weil das auch internationaler Server ist und so weiter, ist es jetzt teilweise 13 Uhr, teilweise 2 Uhr morgens. Aber man findet irgendwie immer zwei, drei Leute, die dann irgendwie doch diesen Dungeon machen müssen. Zum Beispiel sehen wir hier noch einen Level 27er, ne? Der eigentlich da in dem Levelbereich schon gar nichts mehr zu suchen hat, wo hier das Sund der schwarzen Ramme ist. Aber, komischerweise, hier braucht er noch etwas. Wahrscheinlich noch Zubehörteile, die er damals zu faul war, sie zu sammeln. Das war mein Problem bei meinem Hauptschar, weil ich einfach nicht die Geduld hatte, alles einzusammeln. Beziehungsweise, bei ihr hat es doch eigentlich gut geklappt mit dem Zusammensammeln der ganzen Items. Denn, ja, ich musste bestimmt 20, 30 Mal rein wegen meiner Waffe. Deshalb. So. Hier wird auch mal ganz kurz erklärt, es gibt auch einen Währungstausch im System, in dem Spiel, in dem man Gold tauscht für Endcoin, also für die Cashop-Währung. Entsprechend muss man viel Gold investieren, wenn man das schaffen will, genug Endcoins zu sammeln für ja, den Spaß, den man so machen will. Wie Klamotten und... Eine Beuteauktion hat begonnen. Ihr habt bei der Auktion ein Gebot. Ich mach doch mal mit. Ich kann immer Zubehörteile brauchen, so ist ja nicht. So, jetzt habe ich den Ohrring bekommen, weil ich als einzigster geboten habe. Ich habe übrigens mit dem einen Level Up, mit dem einen Skillpunkt, den wir bekommen haben, habe ich Durchdringen weiter verbessert. Als eines dieser Skills ist, die wir ständig brauchen. So, die ganze Gruppe versammelt. Wir müssen jetzt Boss machen. Zwischenboss. Jetzt erst einmal kleinen Viecher platt machen. Jetzt sehen wir auch ein bisschen mehr vom Dungeon, weil ich nicht so hinterherhänge. So, die Herzen einsammeln, ganz wichtig. Ihr müsst die Voraussetzungen dieses Gegenstands erfüllen. So, zwei Herzen können wir mitnehmen. Haben wir ja damals gelernt von den kleinen Lynn, von den kleinen Enkeln vom alten Joe.
Das ist unser erster kleiner Boss hier. Beuteauktion hat begonnen. So. Das Bagua der Pest würde mich interessieren. Der Rest ist so lala. Ihr habt bei der Aber weil die normalen Dinge wollen die Leute normalerweise nicht haben. Abgegeben. Normalerweise. Deshalb wird da eher weniger geboten. Bei dem Pestohrring und so weiter wird eher geboten. Nur der Witz ist, komischerweise will keiner die Pestohrringe haben, weil die keine Grundbedingungen sind für die anderen Sachen. Euer Gebot hat gewonnen. So, die das nehme ich einmal mit. Dann Pesto-Ring, weil der ein bisschen mehr XP gibt als ein normaler Ohrring oder ein normaler Ring hier. Ihr habt euch von der da werde ich mich zum Beispiel raushalten, aber bei dem Bagua, da hätte ich gerne zugegriffen. Oh, im letzten Moment tut er noch... Das Gebot eines Gruppenmitglieds hat gewonnen. Ihr habt bei der die möchte ich eigentlich gerne mal haben, weil ich möchte mal wissen, was für Werte ich denn so rauskriege, ob das sich lohnt. Ja, komm. Immer dem Roxas. Das Gebot eines Gruppenmitglieds hat gewonnen. Jetzt haben wir noch zwei Drachenblut mitgenommen. Dann können wir jetzt auch weiter. Bin mal nur gespannt, ob wir die Cutscenes sehen werden in diesem Run. Soundtrack finde ich hier besonders schön. Ich finde gut, dass wir so einen AOE-Angriff haben mit unserem Standard-Linksklick. Das haben wir bei anderen Klassen halt eben nicht. Ist auch ein bisschen chaotisch, wenn so viele Spieler gleichzeitig in einem Dungeon sind, aber... Einerseits kann man den Dungeon nur effizient spielen, wenn man mehrere Leute hat. Eine Beuteauktion hat begonnen. Ja, nehmen wir mit. Bei der Auktion ein Gebot abgegeben. Kann nicht schaden, wenn man sowas mitnimmt. Gebot abgegeben. Euer Gebot hat gewonnen. Alle Auktionen sind beendet. Ich sag, der AOE-Standardangriff, der ist schon irgendwie geil. Ihr habt euch von deine lebt noch. Ah, so viel dazu. So, jetzt können wir nochmal Herzen auftanken, also Blut auftanken, falls wir das müssen. Müssen wir in dem Fall nicht. Ich erinnere mich gerade an meine ersten Runs mit meiner Nachtklinge. Da war es um einiges anstrengender für mich mitzuhalten, weil ich viel schneller HP verloren habe. Jetzt allerdings habe ich echt überhaupt keine Probleme bei dem Klingenmeister. Stattdessen langweile ich mich schon fast ein bisschen. Eine Beuteauktion hat begonnen. Den Ohrring nehme ich wieder mit. So habe ich mal eben geschwind um die Meute gekümmert. Euer Gebot hat gewonnen. Yay. Die nächste Auktion. So, das zum Beispiel brauche ich jetzt gar nicht. Da kann sich derjenige bedienen, der jetzt das Ding tatsächlich braucht.
Das Bagur der Pest interessiert mich wiederum. Das hätte ich jetzt vielleicht zum Beispiel gerne. Weil ich möchte Vergleich ziehen. Weil ich habe jetzt, im Moment benutze ich ja das Bagur, das jetzt von, das man eintauschen kann. Was man tauschen kann für eine bestimmte Anzahl von diesen... Das Gebot eines Gruppenmitglieds hat ja, Viridian-Küstenstein. Und ich hoffe, der KP gibt nach, damit ich mal einmal vergleichen kann. Weil es wurde ein höheres ein Gebot abgegeben. Das Problem ist, jedes Mal, wenn der drauf bietet, ja, und jedes Mal, wenn er Arschloch-Style mitbietet, ach komm, leck mich ab. Soll das doch für 11 Bronze kaufen. Mann. Nee, weil jedes Mal treiben die dann das Angebot wieder hoch und das ist nervig. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den Cutscenes sehen, weil es gibt drei Cutscenes hier. Ich habe im letzten Part gesagt, es gibt nur eins, gibt nur zwei. Aber ich will die alle haben. Ich weiß nicht. Ich kenne keine Namsoyo. Die Cutscene werde ich mir jetzt einfach geben, weil ich bin, glaube ich, der Gruppenanführer oder was auch immer. Da seht ihr den Typ, wie er einfach abgeht und alles niedermäht, was ihm entgegenkommt. Der Typ geht ab. So. Jetzt musstet ihr alle die Cutscene gucken wegen mir. Achso, der eine, der sich jetzt trotzdem da reingeschlichen hat. So, mal sehen, ob ich das jetzt noch sehen kann. Nee, leider überspringt er das. Okay, um es kurz zu fassen, was da passiert. Im Prinzip, Gobung, der ja, bekommt einen richtig fiesen Tumor am Körper und verwandelt sich in dieses abgefahrene Dämonen-Dingsbums. So, wieder eine Cutscene, die wahrscheinlich geskippt wird. Schade. Immerhin haben wir die erste Cutscene zu gucken bekommen. Ich kann's ja mal ein bisschen spoilern. Also, im Prinzip dieser Gobung, den besiegen wir zwar, aber dann sehen wir kurz die Seele von ihm. Und er war früher ein Hauptoffizier der Bambuswache, der dann schließlich durch das dunkle Chi korrupt wurde und dann schließlich ja, desertiert ist. Und dort schon erkennt die Seele und ja, anschließend ist die Gruppe gezwungen zu flüchten, weil alles in sich zusammenfällt. So, schauen wir mal, was wir alles bekommen hier. Pest am Reif interessiert mich nicht. Die Reichszene würde mich allerdings interessieren. Währenddessen kann ich ja mal schwind Beute des Verschlingers aufmachen. Das Gebot eines Gruppenmitglieds hat gewonnen. Und bekomme immerhin einige nette Sachen dabei. So, wie gesagt, die eine interessiert mich gar nicht. Mich interessiert auch nicht diese Waffenkiste, weil die verbraucht Schlüssel. Und Schlüssel haben wir, ist eine Mangelware in dem Spiel. Das gleich mal vorweg. Hier kriegen wir sogar einen Pestdolch. Ja? Also, da hätte man sich mein vergangenes Ich echt gefreut, dass er jetzt einen Pestdolch kriegt, aber das hat leider nicht sein müssen. Seht ihr zum Beispiel, manche Baguas sind so ein bisschen stärker als die ich jetzt im Moment habe. Aber es geht um einzelne Werte, es geht um einzelne Baguas. Es lohnt sich nicht. So, da würde mich das interessieren. Das hätte ich zum Beispiel jetzt gerne gekriegt. Bekommen, wenn ich es denn krieg. Ich habe im Moment nur 3 Stück. Ich brauche mehr. Ich brauche viel mehr. Gebot fehlgeschlagen.
Ihr wurde fehlgeschlagen, wieso? Ihr habt bei der Auktion ein Gebot abgegeben. Ist aber allerdings teuer, ne? Jetzt ist schon ein Silber. Euer Gebot hat gewonnen. Ja, das war jetzt ein teurer Reißzahn, das muss ich jetzt zugeben. Das war jetzt ein relativ teurer. Allerdings, wenn man den guckt im Markt, die Dinger werden auch teilweise verkauft von Spielern, die jetzt genug von den Dingern haben. Die werden teilweise für echt 20, 30 Silber verkauft. Weil die Leute echt den ganzen Tag nichts machen, außer farmen, die alten Dungeons abklappern und die ganzen speziellen Drops, die man so bekommen kann, allesamt in den Markt schmeißen und Geld kassieren. Ist natürlich keine blöde Idee, kann ich auch machen. Nur bin ich zu faul und es ist nicht mein Hauptspiel und keine Ahnung, so arg investiere ich mich auch nicht in Blade & Soul. Hab ja genug Spiele, die ich let's play, so ist ja nett. Auf jeden Fall gucken wir jetzt erstmal, dass wir das, was wir bekommen haben, dass wir das entsprechend verwerten. Ich meine, eines unserer Accessories konnten wir allerdings nur von der Golddaver erhalten. Die kommt etwas später, Level 28er Bereich. Andere wiederum von einem anderen Viech. Level 24, schauen wir mal. Hier zum Beispiel vom Wachposten. Den Schlüssel, den Ring habe ich übrigens selbst sehr spät erst bekommen, weil ich war faul. Machen wir diesmal anders. Und genau das brauchen wir von der Golddaver. Genauso brauchen wir die Dinger, die bekommen wir auch erst später. Die kann man auch herstellen, aber die sind echt schwierig zum Herstellen. Okay, und dann im Prinzip alles andere können wir hier reinstecken schon mal in die nette Geschichte hier. Wie ihr sehen könnt, wir verbrauchen recht viele Zubehörteile für eigentlich nur ein Level von der Verbesserung. Also wirklich nicht viel. So. Irgendwas wollte ich noch machen. Stimmt, ich wollte noch verfüttern die eine Waffe. So. Nutzen wir mal den Pestdolch. Und ja, ich überlege nur gerade, für was war das nochmal? Stufe 1 bis 36, okay, also irgendwann müssen wir die halt verbrauchen. Tja, weil sollen wir das jetzt schon machen? Weil Waffenverbesserung ist eigentlich immer gut. Genau, hier braucht man zum Beispiel, man kann es sogar schon im Voraus gucken, hier braucht man zum Beispiel das unreine Schwert. Das bekommt man, glaube ich, auch von der Golddaver. Ich glaube, wir machen das jetzt einfach mal. Ah, hat leider nicht gereicht. Aber wir haben schon einiges erreicht an Fortschritt bei dem Ding. Genau, die Bagurs brauche ich jetzt nicht, weil die Bagurs, die ich jetzt im Moment benutze, die sind eigentlich, die sind eigentlich doch recht gut. Und brauche ich jetzt erstmal keinen Ersatz dafür. Gut, Leute, dann hätte ich mal gesagt, wir machen an der Stelle mal wieder einen Cut. Sehen uns dann im nächsten Part wieder von Blade & Soul. Warum kann ich jetzt gerade meine Kamera... von Blade & Soul werden dann uns zum Bambusdorf begeben und schauen, wie es Namsoyo so geht. Weil Namsoyo wurde ja entführt, die ist jetzt dort wieder angekommen. Aber dass die schwarze Ramme dort eventuell nicht noch einen Angriff startet, können wir nicht ganz ausschließen. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, ciao.